wenn man dich im Fernsehen sieht, im Radio hört, in den Zeitungen liest, dann bekommt man auch schon mit, dass du sehr viele Floskeln verwendest. Echt? Ja. Ah, oh, das sollte nicht so sein. Mist. Vielleicht nicht so viele wie andere, aber auf welche Floskelschule bist du gegangen? Ja, das schockiert mich jetzt echt. Hast du sofort Ja gesagt? Nicht sofort. Ich war in den USA, als er mir anrief. Jetzt verrate ich euch echt und dir echt ein Geheimnis. Das ist so ein Gendefekt, wenn du in die Politik willst. Ich bin eben tendenziell eher jemand, der so mit dem Herz auf der Zunge. Ich habe früher immer gesagt, ich mache alles, aber Generalsekretärin. Im ersten Jahr, würde ich sagen, meiner Amtszeit als Generalsekretärin bin ich praktisch nichts anderes gefragt worden als, warum kommt die SPD nicht aus dem 20%-Loch? Ist Sigmar Gabriel der richtige Parteivorsitzende? Und was haben Sie eigentlich für Machtoptionen, wenn Sie regieren wollen? Das waren wirklich jetzt ohne Witz, in 80%, glaube ich, der Interviews waren das die drei Fragen, die gestellt wurden. Könntest du von Hartz IV leben? Hast du als Abgeordnete für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt? Riesterst du? Ja. Wirklich? Ja. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn du sowas machst, die anderen kochen auch nur mit Wasser, echt. Und manchmal ist das ziemlich lau, das Wasser. Also, ja, ist wirklich wahr. Ja. Ja, manchmal ist es ein bisschen erschreckend, wie lau das ist. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sitzen überm, nee, nicht auf dem Willy Brandt-Haus, oder? Ja, im, auf, am, also auf einem der, auf einer der Terrassen. Wer bist du? Ich bin Katharina Wahl, ich bin die Generalsekretärin der SPD und damit auch Chefin des Willy Brandt-Hauses. Chefin des Willy Brandt-Hauses? Ja. Ist das nicht der Parteivorsitzende? Ja, der Parteivorsitzende ist Chef der Partei, aber das Willy-Brandt-Haus wird von mir geleitet. War für mich auch eine neue Erfahrung. Also bevor ich in die Politik gegangen bin, habe ich ja jede Menge andere Sachen gemacht, aber ich war noch nie Chefin von irgendwem. Und das ist schon spannend, wenn man dann von heute auf morgen, gut, als Abgeordnete war ich dann Chefin von 5 Leuten, aber jetzt von 200, das ist schon nochmal eine neue Herausforderung, sag ich mal. War Chefin des Willy-Brandt-Hauses zu sein, dein Lebensziel? Überhaupt nicht. Also mein Lebensziel war schon mal gar nicht, beruflich in die Politik zu gehen. Das muss man als erstes sagen. Ich bin seit 24 Jahren jetzt Mitglied der SPD und habe das immer ehrenamtlich gemacht, wie das halt alle machen. Ne? So ein bisschen Jusos, ein bisschen Frauen, ein bisschen Ortspolitik so. Das war überhaupt nie der Plan. Das hat sich irgendwie so ergeben dann. Was wolltest du denn nach dem Abi werden? Also eigentlich wollte ich Journalistin werden. Ja, erstaunlich genug. Mein Vater ist oder war Journalist und ich fand das einen tollen Beruf. Und dann war ich in diesem, weißt du, so Arbeitsamt, die machen dann so Einführungen und so. Und die sagten, naja, eigentlich müsst ihr erstmal studieren, weil sonst kriegt ihr kein Volontariat. Das ist 20 Jahre her, ne? Ja, ja, ja. Okay. Und, oh Gott, das ist 30 Jahre her. Scheiße. Das ist 30 Jahre. Wann hast du Abi gemacht? Ja, vor 30 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 30-jähriges Abi-Treffen. Am Tag vor der Wahl übrigens. Ich kann sogar hingehen, weil da brauche ich eh keinen Wahlkampf mehr zu machen. Jedenfalls haben die dann gesagt, ihr studiert erstmal, sonst kriegt ihr kein Volontariat. Also das ist sowas wie ein Trainee-Programm für Journalisten, sag ich mal. Und dann habe ich gedacht, was studiere ich denn? Dann habe ich Jura studiert und das hat mich sehr begeistert. Und da bin ich dann hängen geblieben. Ich habe auch Jura studiert, hat mich nicht begeistert. Ja, vielleicht hast du dir nicht das Richtige ausgesucht. Also ich finde das Spannende bei Jura halt, dass du ja von Staatskirchenrecht über Familienrecht, über Menschenrechte so ganz unterschiedliche Sachen machen kannst. Mich hat auch nicht alles begeistert, aber so diese ganze Sache Verfassung, Wahlrecht fand ich immer schon spannend. Und das hast du auch so Doktor gemacht? Genau, ich habe auch eine Doktorarbeit geschrieben, ganz alleine. Wirklich? Selber und ganz alleine, ja. Über Wahlrecht, über Kommunalwahlrecht für Ausländer. Ist ja auch heute wieder Thema. So, und danach warst du denn irgendwie Rechtsanwältin oder was hast du gemacht? Ja, ich bin eigentlich zu meinen Jobs meistens gekommen wie die Jungfrau zum Kind irgendwie. Mein erster Job war in so einer Großkanzlei. Ich nenne das immer Anwaltsfabriken. Wahnsinnig kluge Menschen, die wahnsinnig viele Stunden arbeiten und auch wahnsinnig gut verdienen. Und aber das war nicht mein Ding, weil als Anwältin musst du eben auch Dinge vertreten, hinter denen du nicht stehst. Und das fällt mir nicht so leicht. Also ich habe in dem. Das musst du in der SPD nicht, oder? Hin und wieder so gibt es natürlich Nuancen, ne? Wo du sagst, an dem Punkt würde ich es jetzt ein bisschen anders machen. Aber die Grundeinstellung ist halt die gleiche. Und
Ich habe Medizinrecht gemacht und ich war in der Großkanzlei, wie gesagt, wir haben nur Ärzte vertreten, nie die Patienten und irgendwann nur noch Chefärzte, weil die sich manchmal mit den Oberärzten noch gekloppt haben. Und das war einfach nicht meine Welt. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, ich bin dann auch nicht so gut, wie ich sein könnte, wenn ich nicht wirklich dahinter stehe. Und dann habe ich es gelassen. Aber was für Fälle waren das so? Also zwischen Oberarzt und normalem Arzt? Na, da geht es manchmal darum, wer das Geld kriegt von der Behandlung. Ja? Also der Chefarzt hat dann oft eben das Recht, zu liquidieren, wie man das nennt, also das Geld zu kassieren, auch wenn ein anderer Arzt die Leistung erbracht hat. Und da gibt es dann hin und wieder auch schon mal Diskussionen drüber. So, warst du arbeitslos danach oder hast du gewechselt? Nein, ich hab das dann aufgegeben, als ich einen anderen Job hatte. Meine Anwaltskollegen fanden das damals total lustig, weil ich mich damit gehaltsmäßig, ich glaube, um die Hälfte verschlechtert habe oder so. Diese Großkanzleien bezahlen ja wirklich gut und ich bin dann in den öffentlichen Dienst gegangen. Das konnten die überhaupt nicht verstehen. Aber ich ging eben in den Landtag Rheinland-Pfalz, also Verfassungsrecht, Parlamentsrecht, Wahlrecht, genau das, was ich gerne mache. Und das war ein toller Job. Da war ich auch ziemlich lang. Wie lang? Also insgesamt war ich 10 Jahre dort Beamtin. Die haben mich allerdings immer wieder ausgeliehen. Also wir nennen das abgeordnet an andere Stellen, unter anderem ans Bundesverfassungsgericht. Das gehört zu den allergrößten Erfahrungen in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast jetzt nicht gegen die, also gegen wen vertreten, sondern hast da mitgearbeitet? Ja, also es gibt ja 16 Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht und jeder, ich meine, die haben tausende von Fällen, also die brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das vorbereiten. Und damals war es so, da hatte jeder ungefähr so 3, 4 und davon war ich halt eine, bei einer ganz, ganz tollen Richterin, die ich immer noch wahnsinnig mag und sehr, auch beruflich irgendwie sehr, ja, man kann schon fast sagen, verehre, das sage ich ganz, ganz selten, aber das ist wirklich eine richtig tolle Person. Ist die immer noch im Amt? Nein, die ist nicht mehr im Amt. Die ist genau der Jahrgang meiner Mutter, also die ist jetzt 76. Die hat danach noch 1000 Sachen gemacht, jetzt ist sie wirklich im Ruhestand. Ja, aber eine ganz besondere, sehr mutige Person. Das finde ich immer toll, wenn Leute nicht die Verhältnisse, die sie vorfinden, sozusagen akzeptieren, sondern wirklich von Anfang an hinterfragen. Muss das eigentlich wirklich so sein? Und das kannst du eben am Verfassungsgericht, weil du ja außer dem Grundgesetz nichts hast, was sozusagen festgeschrieben ist. Du bist ja dafür da, Gesetze zu prüfen. Also ein Gesetz bindet dich nicht, sondern im Gegenteil ist Objekt deiner Überprüfung. Und das ist cool, macht viel Spaß. Kannst du einen Fall nennen, wo du mitgearbeitet hast, den sie mitentscheiden musst? Naja, ich war zuständig für die freien Berufe. Das ist jetzt schon sehr, sehr speziell. Ich nehme vielleicht eher ein anderes Gesetz, was später in demselben Dezernat verhandelt wurde. Das waren diese Nichtraucherschutzgesetze. Also da haben natürlich viele gesagt, sowohl die Zigarettenindustrie als auch die Kneipenwirte, als auch Bürger, haben gesagt, das geht ja wohl nicht, dass ihr uns hier quasi verbietet, in Kneipen zu rauchen. Jetzt deine Generation, die Generation der Leute, die hier zuschauen, die kann sich vielleicht kaum noch daran erinnern, dass man früher in eine Kneipe reinging und es war immer verraucht. Du findest jetzt Raucherkneipen, da hast du es immer noch, aber da war das in allen Kneipen so. Du kamst nach Hause, selbst die Raucher haben gesagt, Leute, hier erstmal Klamotten in die Ecke, ne? Am besten auf dem Balkon. Ja, und das sind dann so Sachen, die werden dann überprüft. Hast du nicht mal Lust bekommen, selber mal Richterin zu werden? Ich war Richterin. Ich war auch Richterin, nicht am Bundesverfassungsgericht. Kommt doch. Vielleicht, also es ist einer der größten Jobs der Welt, glaube ich. Macht richtig Spaß. Aber ich war Richterin tatsächlich bei mir am Landgericht und am Amtsgericht. Aber da war ich zuständig für Zivilrecht. Das ist dann nicht ganz so spektakulär, wie sich das immer anhört. Also Vermieter gegen Mieter und Erben streiten sich untereinander und Käufer, Verkäufer, sowas. Nachbarschaftsstreit. Nachbarstreitigkeiten, das sind die schlimmsten. Ich finde Nachbarn und innerfamiliäre Streitigkeiten, das ist richtig schlimm, weil da geht es nie um die Sache, da geht es immer um die Beziehungsebene. Und Ich bin ein sehr mitfühlender Mensch. Ich glaube, ich kriege das relativ gut hin, aber eigentlich ist das nicht der Job von Richtern. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Mediation, also so ein Versuch, Ausgleich zu schaffen. Das gibt es inzwischen auch an Gerichten und viele Richter lassen sich da fortbilden, ich auch. Hilft mir jetzt auch manchmal in der Politik, wenn ich ehrlich bin. Hast du irgendeinen Fall falsch entschieden im Nachhinein?
Schwer zu sagen. Ich erinnere mich an einen Fall, da ging es wirklich um diese sprichwörtliche Regenrinne. Es war wirklich eine Regenrinne, also ein junges Paar hatte ein Haus gekauft und die hatten eine Regenrinne dran gebaut an das Dach und die Regenrinne hing dann halt über dem Nachbargrundstück des Nachbarn und um diese Regenrinne ging es. Und es hatte da schon 3, 4, 5 Verfahren drüber gegeben. Und ich habe dann, bin halt manchmal auch idealistisch unterwegs, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, die lade ich mir jetzt mal vor, ich mache das nicht schriftlich, sondern ich mache vielleicht auch mal einen Ortstermin. Ich will jetzt wirklich versuchen, das ein für alle Mal ja ein Stück weit auch zu befrieden, weil die werden ja beide ihres Lebens nicht mehr froh. Und das war auch ein richtig guter Termin, wir haben auch eine richtig gute Einigung gefunden. Ich war total stolz auf mich und ein paar Wochen oder Monate später habe ich dann gehört, die haben schon wieder Klagen und ja, da habe ich dann gedacht, hättest du dir vielleicht die Arbeit nicht machen müssen. Hast du irgendwann auch keine Lust mehr gehabt auf Richterin, weil jetzt bist du irgendwann Politikerin geworden? Also das ist ein ganz wundervoller Beruf, kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen, weil man, es hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun, wie der Job Politiker eben auch, aber halt sehr konkret. Ne? Du musst versuchen, sehr, sehr konkrete Fälle vernünftig zu lösen und für mich war das Problem, wenn ich jetzt ganz offen bin, ich mag dieses große Ganze, habe ich ja eben schon gesagt. Ich mag Menschenrechte, Grundrechte, Völker untereinander. Und so die Frage, ob man jetzt 3,5% Zinsen oder 6,5% Zinsen kriegt, das war nicht so meins. Und wie ich es eben schon sagte, wenn ich nicht voll dahinter stehe, dann bin ich auch nicht so gut, wie ich sein könnte. Ich glaube, hier bin ich besser aufgehoben. Warst du eine Richterin bis 2013, bis du Bundestagsabgeordnete geworden bist? Nee, ich war dann am Ende im Ministerium, auch für Justiz und Verbraucherschutz. Ja, und habe mich da aber dann wieder eher so um die großen Linien gekümmert. Europarecht gehört auch dazu. Das mache ich auch gerne. Zur Bundestagszeit kommen wir gleich. Aber warum bist du überhaupt damals in die SPD eingetreten? Warum nicht CDU, warum nicht FDP, warum nicht PDS damals? Oder? Also ich glaube, wenn man sich für Politik interessiert, dann weiß man so ganz grundsätzlich, wo man steht. Also ob man eher links tickt oder eher rechts tickt. Also ohne das jetzt werten zu wollen, die eher so rechtskonservativ unterwegs sind, die oder auch FDP-mäßig, die sagen, ich muss die Starken stärken und dann ziehen die halt die Schwachen irgendwann nach. Kann man machen, ja. Die Linken, zu denen die SPD ja zählt, sagen, du musst auch immer ein Augenmerk auf die Schwächsten in der Gesellschaft haben. Also auch für die muss es gerecht zugehen. Und das spürt man, glaube ich, wenn man sich politisch interessiert, wo man so tendenziell steht. Für mich war ganz klar, ich stehe da auf der linken Seite. Und damals war für mich dann die Frage, Grün oder SPD. Und die Entscheidung war dann nachher, ich finde diese Idee Volkspartei toll. Auch nach wie vor, dass du, ich meine, wir alle kommen aus einem bestimmten Hintergrund und die meisten in Deutschland bewegen sich ja immer weiter in demselben Hintergrund. Das wissen wir ja. Ne? Menschen, wo die Eltern eine Lehre gemacht haben, machen häufiger einen Realschulabschluss, machen dann auch eine Lehre. Menschen, deren Eltern studiert haben, studieren selber und man bewegt sich so immer in so einem Dunstkreis. Das ist bei den Grünen, so empfinde ich das auch oft so und war damals schon so. Und die SPD ist halt, da hast du halt alles. Ne? Du hast den Hartz-IV-Empfänger, du hast den Top-Manager und alles dazwischen. Und du musst auch vor all diesen Menschen deine Politik auch erklären und rechtfertigen. Und da kannst du eben abprüfen, ob du gerecht bist, weil es muss insgesamt am Ende stimmen. Das fand ich immer spannend. Ich wäre wahrscheinlich ein, oh Gott, darf ich das sagen? Jetzt habe ich schon angefangen. Du wolltest offen. Ja, jetzt habe ich schon angefangen. Vielleicht wäre ich nie in eine Partei eingetreten. Ich bin halt, mein Leben war immer sehr, sehr voll, sag ich mal. Ich habe immer einen großen Freundeskreis gehabt, ich habe viel Sport gemacht, ich habe gerne studiert und solche Dinge gemacht. Aber ich kam dann halt neu in eine Stadt, nach Trier, wo jetzt mein Wahlkreis ist. Und wenn du dann dort eine Doktorarbeit schreibst, das ist eine ziemlich einsame Angelegenheit. Ja, wenn du es wirklich alleine machst, dann sitzt du da mit vielen Büchern und keiner macht ja dasselbe wie du. Und dann war irgendeine Wahl, die Wahlkampfstände waren da und ich kam ins Gespräch, fand die Leute nett und dann war das irgendwie auch ein sozialer Akt, sag ich mal. Also einfach zu sagen, ja, das sind Leute, mit denen kann ich was anfangen. Da machst du jetzt mit. Hast du es jemals bereut, in die SPD gegangen zu sein? Nein. Nein. Also es gibt immer wieder Entscheidungen, wo ich natürlich sage, die hätte ich anders gefällt. Das geht gar nicht anders, gerade in der Volkspartei, ist ja klar.
Martin Schulz hat mal gesagt, wenn du mit deiner Partei immer einer Meinung sein willst, dann musst du selber eine gründen und darfst keinen mehr reinlassen. Und so ist es ja auch. Aber ich finde das Schöne an der SPD, dass wir wirklich sehr, sehr intensiv uns miteinander auseinandersetzen und auch streiten, diskutieren und streiten, dass es immer um die Sache geht. Und ja, dann muss man am Ende auch mal akzeptieren, wenn mal eine Entscheidung fällt, die man selber lieber anders gehabt hätte. Warum hast du dich denn jetzt irgendwann entschieden, vor ein paar Jahren in den Bundestag zu gehen? Das war auch so eine Entwicklung. Also irgendwann gab es ein kommunales Amt, was frei wurde, Landrätin, Landrat, der ging in Pension. War klar, das wird wieder einer von der CDU. Ich komme aus einem sehr konservativen Ecken, sehr katholisch, CDU geprägt. Bist du katholisch? Nein. Ich hätte dann immer, also mein Spruch ist dann immer, wenn wir eine Chance gehabt hätten in diesem Ecken, dann hätte ich dir sofort 5 Männer um die 50 sagen können, die gesagt hätten, ich mach das. Wir hatten keine Chance. Und in solchen Momenten schaut man entweder nach jungen Leuten oder nach Frauen. Jedenfalls war das früher so. Vielleicht ist das, also heute ist das mit Sicherheit anders, aber früher war das so. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre, 10 Jahre her. So Trostpreise oder was, ja? Ja, das ist so, damit dokumentieren wir jetzt auch was, ne? Und dann lief das super. Es lief total toll. Also ich hatte nur wenig Zeit, nur ein paar Monate. Und ich habe nachher, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp 45% geholt. Also mir begegnen heute noch Leute, die sagen, hätten wir noch 4 Wochen gehabt, dann hätten wir es geschafft. Bei dieser Landratswahl. Landratswahl. Aber dann wäre ich heute nicht hier. Ja. Alles ist was gut. Alles ist für was gut im Leben. Aber wie ging es dann weiter? Naja, dann hatte meine Partei mich auf dem Schirm. Die fanden das total klasse, wie ich das gemacht habe. Und ich fand es auch klasse. Und dann wurde ich halt Kreisvorsitzende. Und irgendwann, mein Vorgänger war halt dann Mitte 60. Und dann hieß es, wer macht's jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat es 2013 geklappt? Dann hat es 2013 geklappt. Nicht mit dem Direktmandat, weil ihr wisst ja alle, ne? Erststimme, Zweitstimme. Also die Erststimme ist bei uns an die CDU gegangen. Ich hoffe, es wird diesmal anders. Aber über die Zweitstimme, also die Parteistimme, sind dann alle 3 anderen Parteien noch reingekommen. Also wir sind ein Wahlkreis, der wirklich aus jeder Fraktion einen Abgeordneten hier hat. Das ist ungewöhnlich. Und wie war denn die Zeit im Bundestag? Wie lange hast du gebraucht, dich einzuarbeiten? Ich höre ja immer gerade von Neulingen, das dauert schon ein Jahr, manchmal sogar 2 Jahre, um die Gewohnheiten, den Alltag kennenzulernen. Also ich habe ganz viel Glück gehabt, weil ich das komplette Büro meines Vorgängers übernehmen konnte. Und wenn du gute Mitarbeiter hast, das ist in jedem Beruf so. Das ist echt die halbe Miete. Und die haben mir Fragen beantwortet, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie stellen muss. Ja, also die wussten ganz genau, was ich jetzt alles beantragen muss und wo ich hingehen muss. Das hat wahnsinnig viel geholfen. Und dazu bin ich eben sehr, sehr früh in Verantwortung gewählt worden sozusagen. Die Fraktion hat mich zur Justiziarin gemacht. Also zur Verantwortlichen für die rechtlichen Belange der Fraktion. Und damit war ich in dem Inner Circle, sage ich mal, der Fraktion, im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Da habe ich natürlich viel, viel mehr mitbekommen, als ich das als normale Abgeordnete, sonst als Neuling vor allen Dingen natürlich bekommen hätte. Das war schon gut. In welche Ausschüsse hast du dich wählen lassen? Ich wollte unbedingt in den Europaausschuss, da bin ich auch reingekommen. Der Wahlkreis Trier, da kannst du mit dem Fahrrad an einem Tag durch 4 Länder fahren, wenn du gut drauf bist. Und ich habe auch noch familiären, sehr internationalen Hintergrund. Das wollte ich immer. Ich bin dann auch noch in den sogenannten ersten Ausschuss gekommen als Justiziarin, der sich halt um so die Geschäftsordnung und solche Fragen kümmert. Auch um Immunität. Also kann man bestimmt einzelne Abgeordnete strafrechtlich verfolgen, wenn die was verbockt haben. Ich war im Ältestenrat, also dem Inner Circle des Parlaments, im Bundesrichterwahlausschuss, im Bundesverfassungsrichterwahlausschuss. Das war schon ein strammes Programm. Du wählst die Bundesrichter? Genau. Nicht ich alleine, ja. Aber es gibt einen Ausschuss, der das tut. Ja. Wie werden da die Richter ausgesucht? Also es gibt 2 Ausschüsse für die Bundesgerichte und für das Bundesverfassungsgericht ist das getrennt. Bei den Bundesrichtern ist es halt so, das sind dann Richter, die schon in der Regel jedenfalls, die dann schon in diesem Gerichtszweig aktiv sind. Also Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, da arbeitest du dich so hoch und dann bekommt man Empfehlungen. Und man guckt natürlich auch immer ein bisschen, wer wird gerade gebraucht. Ja, im Bundesgerichtshof, die machen Strafrecht und Zivilrecht. Du kannst ja nicht nur Strafrechtler oder nur Zivilrechtler hinschicken, logischerweise. Ja, so wird es dann am Ende entschieden. Die Länder spielen noch eine Rolle, da soll jedes Land auch vertreten sein.
Aber ich meine, ihr seid eine große Koalition, das heißt, da gibt es wahrscheinlich im Wahlausschuss dann auch dieselben Mehrheiten. Das heißt, es gibt dann immer Richter, so einen SPDler, einen CDUler, oder wie wechselt ihr euch ab? Also man versucht es nicht jetzt als so einen parteipolitischen Kampf, sag ich mal, zu machen, weil da geht es wirklich um Qualifikation und um Landsmannschaft. Geschlecht spielt natürlich auch eine Rolle. Wir wollen auch gerne viele Frauen an den Gerichten haben. Dann ist das eher sowas, dass man sich miteinander bespricht. Aber das sind dann nicht nur die großen Parteien, sondern das besprechen alle miteinander. Ich dachte gerade so an Peter Müller, war ja mal Ministerpräsident vom Saarland und ist jetzt Verfassungsrichter. Ja, also das sind natürlich auch Personalien, die umstritten sind. Das ist auch wiederum der andere Ausschuss, Verfassungsgericht. Da ist man auch offener. Da kann man im Grunde genommen jeden hinwählen, der eben die Voraussetzung natürlich hat, Befähigung zum Richteramt und die Qualifikationen und so. Aber da ist es dann, das können Anwälte sein, das können Professoren sein, das können aber eben auch Politiker sein. Da ist er ja auch nicht der Erste. Der ist ein exzellenter Jurist. Und es ist einfach wichtig, dass so eine Ausgewogenheit herrscht. Und das Interessante am Bundesverfassungsgericht ist halt, das weiß ich nun wirklich aus eigener Erfahrung, klar, da werden Leute hingewählt und dann heißt es, das ist ein CDU-Kandidat, wie jetzt der Peter Müller zum Beispiel. Aber wenn die einmal da sind, dann spielt das gar nicht mehr die Rolle. Das ist wirklich so. Also dann geht es viel mehr danach, zum Beispiel, wo kommt jemand her? Ja? Kommt jemand vom Land oder aus der Stadt? Weil du musst ja, oder ist jemand religiös oder nicht religiös? Ne? Du musst ja über Sachen entscheiden, die ganze Breite des Lebens betreffen. Und da kommt es überhaupt nicht, oder oft meistens nicht auf Parteipolitik an, sondern eher darauf an, was man selber für Erfahrungen und Grundeinstellungen hat. Das ist nicht vergleichbar mit dem amerikanischen Supreme Court, wo es wirklich 5 Konservative und 5 Liberale gibt? Die Geschichte des Supreme Court, da ist es ja auch mal so gewesen. Im Moment wird es gerade ganz, ganz stark politisiert und dann sieht man auch, die stimmen immer gleich ab. Das ist beim Bundesverfassungsgericht zum Beispiel nicht so. Die stimmen ganz oft ganz unterschiedlich ab. Und oft gibt es dann noch sogenannte Sondervoten, dass eben jemand sagt, ich bin damit nicht einverstanden und das ist meine Meinung dazu. Das macht mal der, mal die. Daran erkennt man schon, dass das keine starren Linien sind. Apropos starre Linien, deine Karriere hatte auch keine starren Linien. Nee. Und irgendwann warst du 2 Jahre im Bundestag und auf einmal solltest du schon Generalsekretärin werden. Wie ist denn da, das war damals in Sigmar Gabriel, ne? Wie ist er denn auf dich gekommen? Ja, das musst du ihn fragen. Also, das wird er dir doch gesagt haben, du bist ja doch gefragt. Ja, natürlich. Also klar, sowas bleibt natürlich nicht unbemerkt, wenn man als Neuling direkt in so eine verantwortungsvolle Position kommt. Es gibt natürlich Menschen, die mich auch schon länger kennen in der Politik. Also so ganz genau, ich habe das nie nachverfolgt, jetzt wie da die Stränge gelaufen sind, ne? Wer da wem irgendwie gesteckt hat, dass ich das machen könnte. Ich komme halt auch aus einem sehr coolen Landesverband, Rheinland-Pfalz. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben auch viele tolle, taffe Frauen. Vielleicht ging es auch darüber. Er fand das offenbar gut, wie ich das machte. Und dann haben wir uns getroffen und darüber gesprochen. Hast du sofort Ja gesagt? Nicht sofort. Ich war in den USA, als er mir anrief. Jetzt verrate ich euch echt und dir echt ein Geheimnis. Das ist so ein Gendefekt, wenn du in die Politik willst. Ich bin eben tendenziell eher jemand, der so mit dem Herz auf der Zunge. Ich habe früher immer gesagt, ich mache alles, aber Generalsekretärin. Ich meine, ich bin so auch von meinem beruflichen Hintergrund, ich bin so ein eher vermittelnder Mensch. Ich bin eher versöhnender Mensch, ja, und Generalsekretäre sind ja immer die so wham, ne, in jede Wade beißen, die nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und das habe ich Sigmar Gabriel damals auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn du so ein Terrier willst, der einfach nur immer schreit und beleidigt und auf die Kacke haut, das bin ich einfach nicht und das werde ich auch nicht. Ich glaube, sowas kannst du auch nicht üben oder spielen. Das ist dann auch nicht echt. Und dann ich habe ihm gesagt, was ich für wichtiger halte, gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ist Politik zu erklären und Politik zu vermitteln und irgendwie
Ja, ein Stück weit vielleicht sogar für Politik zu werben. Und das ist, glaube ich, was, was ich kann und was ich gerne mache. Und klar, wenn mich einer echt auf die Palme bringt, dann haue ich auch immer drauf. Das macht dann auch Spaß. Aber halt nicht aus Prinzip, so wie das andere machen und so wie es früher eigentlich gang und gäbe war. Das heißt, Sigmar hat jetzt nicht gesagt, du musst jetzt so ein weiblicher Andreas Scheuer werden. Genau, das hat er nicht gesagt, genau. Er fand es gut. Und wir sind ja auch sehr gut miteinander klargekommen. Ich meine, er ist ja jemand, der gerne auch mal auf die Brause haut. Und insofern haben wir uns da echt gut ergänzt. Das Geheimnis war jetzt, dass du es eigentlich gar nicht machen wolltest. Das Geheimnis jetzt was? Das Geheimnis meines Erfolges, oder? Nein, du meinst ja gerade, du warst in den USA und dann auf einmal auch ein Geheimnis. Ach so, ja, das Geheimnis war genau, das sagt man eigentlich in der Politik nicht. Ne? Eigentlich musst du immer sagen, klar, habe ich genauso geplant und alles, meine Strategie ist voll aufgegangen und so. Also ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass du, ich glaube, gerade bei Frauen ist es das so, dass du oft denkst, ob das sowas für mich ist, ja, ob ich das jetzt wirklich kann. Ich habe auch ganz oft Schülergruppen und da spreche ich vor allen Dingen auch die Mädels da an und sage, pass mal auf, du musst dir vorher nicht hundertprozentig im Klaren darüber sein, dass du es wirklich kannst. Die meisten Jungs sind es auch nicht, sondern die machen das einfach. Und die sind meistens noch stolz drauf, wenn sie es zu 60% hinkriegen und du zweifelst noch, wenn du nur 80% schaffst. Ja. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, wenn du nicht sicher bist, ob du es wirklich kannst, probier es. Und klar, du musst es dann auch ernst nehmen und musst auch wirklich dein Bestes geben. Aber mich hat das um ganz, ganz viele Erfahrungen reicher gemacht. Also auch Bundesverfassungsgericht. Ich meine, hallo, ja, da kriege ich auf einmal die Anfrage. Und das sind echt die Highflyer da. Ne? Das sind richtig, richtig kluge Leute. Und dann denkst du so, wow, ne? Kann ich das? Ne? Bin ich da gut genug? Also ich habe das gedacht und ich glaube, viele Frauen tun das. Und dann habe ich gesagt, verdammt, ja. Also ich habe einen klugen Kopf und ich hab viel gelernt und ich bin bereit dazu. Ich will das auch, ich will mein Bestes da geben. Warum soll ich das nicht können? Und meine Erfahrung ist einfach, wenn du sowas machst, die anderen kochen auch nur mit Wasser, echt. Und manchmal ist das ziemlich lau, das Wasser. Also ja, ist wirklich wahr. Ja. Ja, manchmal ist es ein bisschen erschreckend, wie lau das ist und mit wie wenig man durchkommen kann. Mein Anspruch ist immer hoch. Das wird sich auch nie ändern. Ich mache deswegen trotzdem nicht alles richtig und nicht alles gut, aber ich finde, man muss es gut machen wollen. Dann klappt auch vieles. Du plädierst quasi, keine Angst vorm Scheitern zu haben. Genau. Aber bist du schon mal irgendwo gescheitert? Also hast du irgendeinen Job angenommen oder hast mal irgendwas gemacht, wo du gesagt hast, siehst du, ich habe es probiert, aber es war nichts für mich? Ja, also es gibt eine berufliche Station bei mir, wo ich sagen würde, ich habe nicht gut genug geklärt, was eigentlich so die Aufgabe ist. Und das hätte ich am Anfang machen sollen. Ich habe immer dann da rumgewuselt und habe versucht, das Beste daraus zu machen und wirklich innovativ zu sein. Aber am Ende des Tages, auch wenn ich jetzt so zurückgucke, muss ich sagen, ich habe das nicht wirklich. Also ich glaube, es hilft, wenn man sich am Anfang einmal hinsetzt und sich das grundsätzlich überlegt. Ja, warum mache ich das? Was will ich erreichen? Und wie erreiche ich das? Das habe ich da nicht gemacht. Und dann wurde das, da wurden viele, habe ich viele gute Sachen gemacht, aber das waren dann so Einzelpunkte, die auch, glaube ich, am Ende des Tages nicht nachhaltige Wirkung hinterlassen haben. Und das hätte ich besser machen können. Aber was war das jetzt für ein Job? Das sage ich dir nicht. Ach so. Ja, ich will ja jetzt nicht, also nein. Ich habe ja viele Sachen gemacht in meinem Leben und ich möchte jetzt nicht irgendwie, weißt du, auch im Interesse derjenigen, die das vorher gemacht haben und nachher gemacht haben, dass dann da jetzt irgendjemand poolt und so. Das ist es nicht. Sondern es geht einfach um meine Selbstkritik und nicht jetzt um den Posten. Und nochmal zum Posten der Generalsekretärin. Hast du da mit deiner Vorgängerin irgendwie mal geredet und hast gesagt, so, sag mal, was ist denn das für ein Job? Du bist jetzt auch nicht lange im Amt gewesen. Ja, klar, habe ich mit ihr geredet. Ja. Wobei, erst nachdem ich mich dafür entschieden hatte, ja, weil sowas ist halt in der Politik, verbreiten sich Gerüchte immer wahnsinnig schnell. Das war ehrlich gesagt auch da richtig krass. Wie schnell, also ich saß noch bei Sigmar Gabriel im Büro, als der erste Journalist schon anfing, meinen Namen zu verifizieren, ja, also zu hinterfragen, ob es stimmt, dass ich weiß bis heute nicht, wie das gekommen ist. Es ist echt krass. Also, und wir wollten natürlich jetzt nicht, dass das schon rausposaunt wird, bevor wir uns
beide sicher sind und wir wollten auch die Gremien beteiligen. Am Ende ging das dann nicht mehr, das lief alles schon so hoch und ja, wie kamen wir jetzt dahin? Ach ja, mit meiner Vorgängerin. Also ich habe, das ging alles dann relativ schnell, aber ich habe dann auch sehr schnell mich mit ihr zusammengesetzt. Wir haben auch jetzt noch Kontakt und klar, das ist ganz wichtig, du musst ja übergeben. Da laufen ja ganz viele Prozesse. Das hast du gerade gesagt, es ist wichtig, vorher zu wissen, was für Aufgaben man hat. Mhm. Erklär unseren Zuschauern mal, was hat denn eine SPD-Generalsekretärin für Aufgaben? Ja, das eine haben wir ja schon gesagt, ich leite dieses Haus. Das ist eine große Herausforderung, weil hier natürlich immer ganz viel Bewegung ist und ganz viel Veränderung ist und du natürlich auch so eine ganz schnelle Taktung hast, ne? Diese Wahlkämpfe, die ja ständig irgendwo stattfinden und ja, gerade jetzt mit sozialen Netzwerken und so, du musst immer wahnsinnig schnell sein. Das ist schon mal ein großer Teil. Das zweite folgt daraus Wahlkampf. Also ich bin die quasi per Satzung die oberste Wahlkampfmanagerin. Das ist natürlich auch eine richtig kräftige Aufgabe. Du denkst dir die Wahlplakate und die Sprüche auf aus dem Plakat? Ja, ich mache das nicht selbst, aber wir haben dafür natürlich Fachleute. Aber ich muss das Ganze koordinieren und am Ende auch mit entscheiden, natürlich mit dem Parteivorsitzenden zusammen, ist ja klar. Am Ende ist das sein Wahlkampf, weil er ja auch Kanzlerkandidat ist. Aber ich muss das Ganze organisieren. Dann bin ich Mitglied des Parteivorstandes, auch des Präsidiums. Also das heißt, in diesen ganzen normalen politischen Prozessen, inhaltlichen Prozessen bin ich natürlich auch drin. Und ganz viel, was wir jetzt machen, also Kommunikation nach außen. Das ist auch ein großer Teil. Viele Interviews, viele Hintergründe, sowas. Was macht am meisten Spaß? Mir macht am meisten Spaß, da alles, wo man unter Leuten ist. Also ich mag, habe ich ja eingangs schon gesagt, ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich mag einfach gerne unter Leuten sein und dann kriegst du auch richtig mit, was jetzt los ist. Ne? Du kriegst mit, was beschäftigt jetzt wirklich oder und was denkst du dir so irgendwie aus, was sie beschäftigen könnte. Aber es ist eigentlich nicht so. So dieses direkte Feedback finde ich immer klasse. Und gerade so Jugend, also Schülergruppen finde ich richtig klasse. Das gehört allerdings jetzt, gebe ich zu, mehr zur Abgeordnetentätigkeit als zur Generalsekretärstätigkeit. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Bist du für deinen Job als Generalsekretärin bezahlt? Ja, ich werde bezahlt. Das ist ja nochmal obendrauf richtig zusätzliche Arbeitszeit. Also ich meine, der Job als Abgeordnete ist schon echt anstrengend. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Funktion man hat und auch wo man lebt und welche inhaltlichen Schwerpunkte man hat. Aber ich gebe zu, jetzt ist Freizeit eher, es war vorher schon eng, aber jetzt gibt es die kaum noch. Aber ist dein Hauptberuf jetzt Abgeordnete oder SPD-Generalsekretär? Das ist, ja, es ist halbe-halbe, würde ich sagen. Also du musst, und es geht auch ineinander über. Ne? Also du hast, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin im Wahlkreis, dann bin ich natürlich die Abgeordnete, dann mache ich ganz viele Termine vor Ort. Und dann kommt aber auch zwischendurch ein Fernsehteam und will eine Stellungnahme zu, was weiß ich, dem Murks, den jetzt gerade Frau von der Leyen mit der Bundeswehr macht oder so. Und dann switche ich um und bin dann die Generalsekretärin. Also das ist ja nicht so, dass du einen Tag das eine machst und den anderen Tag das andere, sondern das ist wechselt quasi minütlich. Hast du uns gerade gesagt, was dir am meisten Spaß macht als in dem Job? Was nervt denn am meisten? Diese Berliner Runden oder sowas? Ach, das geht. Nee, ehrlich gesagt, was mich am meisten nervt, auch da bin ich jetzt wieder ganz ehrlich, da kriege ich immer Ärger mit meinem Pressesprecher, wenn ich das sage. Aber mich nervt, dass viele Journalisten im Grunde genommen ihre Artikel schon fertig haben und auch zum Teil hier in Berlin sitzen und so ihre Sichtweise haben und sich nicht die Mühe machen, das wirklich mal zu überprüfen. Also ich lade jeden ein, mit mir zusammen an die Basis zum Beispiel zu gehen. Ja, gerade im Moment ist es so, ach, und jetzt ist alles ganz schwierig und Krise und so. Dann sage ich, Mensch, komm doch mit. Ja, also so, das nervt mich manchmal, weil du nicht dagegen ankommst. Na, auch jetzt wieder, wenn ich das sage, ich weiß ja, das ändert nichts.
ist halt so. Wobei im Grunde genommen, das muss ich echt fairerweise dazu sagen, ich fühle mich von den Journalisten insgesamt sehr, sehr fair behandelt. Also die schreiben nicht das, was ich gerne hätte. Aber es ist auch nicht so, wie ich ursprünglich mal befürchtet hatte, dass man jetzt ständig in die Pfanne gehauen wird oder so. Ich finde, die sind insgesamt auch gerade so auf einer menschlichen Ebene sehr fair. Das ist unsere Aufgabe, oder? Ja, aber das Bild ist ja ein anderes. Also als ich mich entschieden habe, ich mache das jetzt, ich kandidiere, da haben natürlich ganz viele gesagt, Haifischbecken. Und das Haifischbecken, damit meinen die auf der einen Seite die Politik selbst, aber auf der anderen Seite ja auch die Medien. Und ich gebe auch zu, ich habe mir das vorher überlegt. Ich bin ein recht empfindsamer Mensch. Also ich nehme mir Sachen auch schon zu Herzen. Ich habe mir das schon überlegt, bist du eigentlich, so wie du gestrickt bist, eigentlich geeignet für Politik als Beruf? Und bin halt total, aber eben wie gesagt, ich habe gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, weiß es nicht. Und ich bin total froh, dass sich das wirklich herausgestellt hat als eine Befürchtung, die ich nicht hätte haben müssen. Also vielleicht passiert das noch, weiß ich nicht. Aber bisher muss ich sagen, geht es sehr fair zu. Wenn man dich im Fernsehen sieht, im Radio hört, in den Zeitungen liest, dann bekommt man auch schon mit, dass du sehr viele Floskeln verwendest. Echt? Ja. Oh, das sollte nicht so sein. Doch. Mist. Vielleicht nicht so viele wie andere? Aber auf welche Floskelschule bist du gegangen? Ja, das schockiert mich jetzt echt, weil ich versuche das wirklich nicht zu machen. Ich habe gestern mit ein paar Kollegen gesprochen, die dich auch ein bisschen länger kennen und so weiter. Und die meinen so, es ist auffällig, seitdem du Generalsekretärin bist. Na gut, also natürlich musste ich mich ein bisschen umstellen. Als Abgeordnete spreche ich nur für mich. Genau. Und jetzt spreche ich für die ganze Partei. Klar. Also da verändert sich schon was. Und gerade an den Punkten, wo es vielleicht so ist, dass ich selber es anders gemacht hätte, aber die Partei nun mal mehrheitlich so entschieden hat oder die Fraktion. Klar, da muss ich auch einen Weg finden, das so zu formulieren, dass ich mich nicht verbiege, aber auf der anderen Seite auch das wiedergebe, was halt mein Job ist in dem Punkt. Aber ganz ehrlich, ich finde diesen Politikersprech fürchterlich, richtig schlimm. Ich fand ihn immer schon richtig schlimm, schon als ich weit davon entfernt war, irgendeine Funktion zu übernehmen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das nicht zu machen. Ich kann es nicht immer vermeiden, aber ich versuche es eigentlich. Von daher, wenn du dir das eh angeguckt hast, dann gib mir mal, streich das mal an mit einem Textmarker und dann schieb mir das mal rüber. Also ich versuche es echt. Ich habe natürlich auch einen Pressesprecher, der mir da manchmal ein bisschen was reinhaut. Das gebe ich auch zu, aber wir kämpfen. Ach so, jetzt um Himmels Willen. Ja. Der ist nicht schuld. Ja, am Ende habe ich die Verantwortung dafür, aber er versucht natürlich auch manchmal so klippen. Der hört jetzt zu hier, der sitzt daneben, verdammt. Ich habe es nicht so gemeint. Hey, du machst einen guten Job. Hast du eine Lieblingsfloskel? Also im zivilen Leben habe ich eine Lieblingsfloskel, die ich schrecklich finde. Ich bin ganz bei dir. Ganz schlimm. Das ist so Hillary-mäßig, I'm with you. Ja, ich find's schrecklich. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, da sind alle mal in die gleiche Floskelschule gegangen, weil das mal so eine Zeit war, da hat das jeder gesagt. Inzwischen ist es nicht mehr so. Ich komme bestimmt noch auf eine. Oder gibt es bestimmte SPD-Floskeln, die man nur bei dir hören könnte? Die von Andrea Scheuer. Also eine Floskel, die ich als Floskel doof finde, aber vom Inhalt her richtig, ist nah bei den Menschen. Und wenn du mir jetzt sagst, wie man das anders ausdrücken könnte, wäre ich dir sehr dankbar. Weil im Grunde genommen ist es wirklich das, worauf es ankommt, dass du halt nicht in dieser Berliner Blase hier abhebst und dich nur noch um Hauptstadtpresse und sowas kümmerst, sondern dass du wirklich dein Ohr da behältst. Und wenn ich das ausdrücken möchte, fällt es mir schwer, einen besseren Ausdruck dafür zu finden, wenn du einen hast oder wenn die User einen haben. Aber in die Kommentare damit. Ja, genau. Aber Floskelschule war jetzt ein Scherz, aber ich meine, musstest du zum Sprachtraining, zum PR-Training? Nee. Nein. Nee, musste ich nicht. Also ich habe mir schon einmal jemanden geholt, die mit mir so durchgeht, wie ist denn das gelaufen? Also ich finde, es ist schon gut, wenn man sich Feedback holt von Leuten, die nicht selber in der Mühle drin stecken. Aber das ist sehr nur punktuell und ich habe nicht so irgendeine Rhetorikschule oder sowas. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems von Politik. Wenn alle sich gleich anhören,
Und wenn alle die gleichen Worte benutzen, das turnt auch total ab, glaube ich. Also mich hat es immer abgeturnt, als ich noch nicht beruflich Politik gemacht habe. Apropos die gleichen Worte benutzen, wir gucken uns jetzt mal an, was Journalisten für Worte benutzen, wenn sie mit dir reden. Okay. Ich habe nämlich am Wochenende mal die Schleswig-Holstein-Wahl geguckt. Mhm. Und, zunächst mal fragen natürlich alle nach dem Schulz-Effekt. Frau Barley, fährt der Schulz-Zug noch? Sie werden mit diesem Bild heute Abend viel konfrontiert werden. Fährt er noch? Frau Barley, ein bitteres Ergebnis für die SPD. Woran liegt's? Wo ist der Schulz-Effekt? Ist der Schulz-Zug jetzt entgleist? Mhm. Das ist ja die zweite Vollbremsung des sogenannten Schulz-Zuges. Die Frage, gibt es so einen Schulz-Effekt? Fährt der Schulz-Zug noch? Aber nochmal auf diesen Schulz-Effekt kommend. Wo ist der Schulz-Effekt? Der Schulz-Zug. Und einen Satz noch zum Schulz-Zug. War es das mit dem Schulz-Zug? Wenn nächste Woche, Frau Barley, am Sonntag das 0:3 käme, was würde das für Martin Schulz bedeuten? Martin Schulz, der SPD-Vorsitzende, der Mann, nach dem ein bekannter Effekt benannt ist. Vielen Dank. Das sind ja keine Boulevardjournalisten, ja, keine Bildjournalisten, sondern das sind die führenden Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was ist mit denen los? Ja, das ist genau das, was ich eben meinte. Also zum einen, diese ganzen Wörter haben wir ja nicht kreiert. Ja? Also der Begriff Schulz-Zug stammt ja nicht von uns, sondern das ist was im Internet entstanden ist, was natürlich total cool war. Ja? Das ist ja nicht nur dieser Begriff, das waren ja alle möglichen Memes und Videos und das war ja eine Kreativität, die ja auf einmal sich Bahn gebrochen hat. Das war ja irre, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wer diese Menschen sind, ja? Ob die in der Partei sind oder nicht, keine Ahnung. Ja, outet euch. Ich fand das natürlich witzig und großartig, aber das ist nicht unser Sprech gewesen. Ne? Und das ist eben genau das, was ich eingangs meinte. Also Schleswig-Holstein, da hat man halt gesehen, du musst es nur hingucken. Und die ganzen Zahlen wurden an dem Abend auch präsentiert. Zustimmung zur SPD auf Bundesebene in Schleswig-Holstein, 30, 30, 31, 30, 29, 32, blieb total gleich. Zustimmung zur SPD auf Landesebene Schleswig-Holstein, 30, und dann irgendwann wupp runter. So, also wo wirklich jeder sieht, oder ich weiß nicht, ob du es anders siehst, das kann eigentlich nichts mit dem berühmten Schulz-Effekt zu tun haben. Aber die haben dann irgendwie ihre, das ist halt wahrscheinlich auch spannender als jetzt über Schleswig-Holstein, und keine Ahnung, G8 oder G9 zu reden, das ist schon nervig. Inhalte sind halt nicht so sexy, ne? Genau, Inhalte sind nicht so sexy wie Personen und Macht vor allen Dingen. Also du hast eben gefragt, ob mich irgendwas frustriert hat, also oder so ähnlich hast du es gefragt. Im ersten Jahr, würde ich sagen, meiner Amtszeit als Generalsekretärin, bin ich praktisch nichts anderes gefragt worden als, warum kommt die SPD nicht aus dem 20%-Loch? Ist Sigmar Gabriel der richtige Parteivorsitzende und was haben Sie eigentlich für Machtoptionen, wenn Sie regieren wollen? Das waren wirklich jetzt ohne Witz, in 80%, glaube ich, der Interviews waren das die drei Fragen, die gestellt wurden. Und wir hatten Interviews, die gingen vorbei und dann habe ich gesagt, können wir auch noch mal über Politik reden? Ja, können wir noch mal über Familienpolitik oder Arbeitsmarkt oder Wohnungsbau oder sowas reden? Das war echt krass und ein bisschen geht es jetzt wieder los. Das finde ich sehr schade. Ich meine, du gehst ja trotzdem in diese Elefantenrunde letzte Woche. Aber warum sagst du denn nicht einfach nur, hört doch mal auf mit dem Scheiß? Ja, das habe ich schon ab und zu gemacht. Also ich mache es hin und wieder in so sogenannten Hintergründen. Also du sitzt ja auch manchmal mit Journalisten zusammen, ohne dass daraus jetzt ein konkretes Interview folgt, sondern einfach, dass du denen mal erklärst, was liegt gerade so an und so. Da mache ich das manchmal, aber es ist nicht so richtig. Vor der Kamera musst du es machen. Mache ich auch manchmal. Und das Zweite, wo ich das auch manchmal gemacht habe, es gab so eine Zeit, da ging alles immer nur um die AfD. Das ist zum Glück vorbei. Aber das war auch so in der Zeit, wenn dann mal eine politische Frage kam, dann ging es eigentlich immer nur, warum kriegen Sie die AfD nicht klein gehalten? Da habe ich gesagt, Leute, das habe ich auch öffentlich gesagt, auch mal in der Berliner Runde. Aber es ändert sich nichts. Da habe ich auch keine Illusionen. Also das wird sich auch nicht ändern. Und jetzt, wir drehen das jetzt vor der NRW-Wahl. Also da musst du am Sonntag auch schon wieder hin. Ja, ich muss am Sonntag da wieder hin. Finde ich auch okay. Für manche Leute ist es, glaube ich, schwer verständlich, was das eigentlich für ein Format ist, was da für Leute sitzen. Das soll halt beleuchten, die Auswirkungen von Landtagswahlen
auf den Bund. Deswegen sitzen da die Generalsekretäre der Bundesparteien. Ja, aber ich meine, das ist ja absurd, wenn eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein stattfindet und ihr dann da sitzt und Andreas Scheuer, der von der CSU ist, nichts damit zu tun hat. Gut, die Frage, warum Andreas Scheuer da sitzt, die musst du echt auch jemand anders stellen. Das finde ich ehrlich gesagt, erschließt sich mir auch nicht immer. Das ist ja generell ein Problem, was wir haben. Ne? Diese ganze Kombination CDU-CSU, das ist für die natürlich super, weil die können dann auch immer so mit verteilten Rollen spielen. Die sind immer doppelt so viele, auch jetzt in der Koalition. Ne? Die sind immer zwei und wir sind nur einer. Die sind nur eine Fraktion. Ja, genau, offiziell. Die sind eine Fraktion, aber es geht um die Parteien und nicht um die Fraktionen. Hm. Also so wird das dann begründet. Ja, wenn man irgendwann mal auf die Fraktionen umschwenkt, dann wäre es nur noch einer, aber deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich denke mir, wenn die das Konzept jetzt weitermachen und angenommen, die AfD kommt in den Bundestag, dann sitzt die AfD da 4 Jahre lang bei euch in den Berliner Rund? Schrecklich. Schrecklich, aber gut, noch ist es nicht so weit. Also wir haben ja jetzt in Schleswig-Holstein gesehen, da waren sie bei 5,6, glaube ich, am Ende. Auch in NRW sind die so etwa im Moment in dem Dreh. Deren Zeit ist ein Stück weit auch vorbei. Die haben natürlich immer noch Landesverbände, wo sie deutlich mehr holen. Aber insgesamt merkt man, die bringen es auch nicht. Und das ist diese reine Protestwelle, das erleben wir ja bei allen Protestparteien im Grunde genommen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die Wählerinnen und Wähler der Piraten zum Beispiel, das war jetzt sowohl in Berlin als auch in Schleswig-Holstein, die meisten von denen gehen zur AfD. Wo du dich fragst, hä? Ja, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Das sind halt Leute, die jedes Mal Protest wählen. Also Hauptsache nicht die etablierten Parteien. Ich hasse diesen Begriff. Ja. Seid ihr keine etablierte Partei? Nein, du siehst es ja an mir. Ich hab ein ziemlich normales Leben geführt, einen normalen Beruf, eine normalen Familie, in einer normalen Stadt. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, pass mal auf, ich will jetzt nicht nur meckern zu Hause und auf dem Sofa sitzen, sondern ich will es jetzt machen. Und für manche Leute bin ich deswegen jetzt Establishment. Ich kann mich damit noch nicht so richtig anfreuen. Ich fühle mich nicht so, ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist nur eine Ausrede dafür, warum man es nicht selber macht. Also ja, auf Facebook diskutiere ich ja manchmal auch mit Leuten, auch mit sehr unangenehmen Leuten. Und hin und wieder, ich mache es nicht oft, aber hin und wieder sage ich dann, weißt du was, wenn du das alles so scheiße findest, was wir machen, und das alles besser weißt, und zwar auch im Detail besser weißt, dann machst du. Und dann kommt manchmal was ganz Fieses zurück. Eigentlich meistens kommt das zurück. Ich bin dafür zu ehrlich. Und das ist nun feige bis zum Abwinken. Ja, das ist auch wahnsinnig bequem. Also ich halte mich für einen sehr ehrlichen Menschen. Ne? Ich bin keine Heilige. Ich habe auch meine Fehler. Und ich habe auch Sachen gemacht, die falsch waren in meinem Leben. Aber so vom Grundstrickmuster bin ich ein sehr ehrlicher Mensch. Und wenn du über Politiker immer nur so redest, ja, dass das, weil du Politiker bist, kannst du nicht ehrlich sein. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn Leute, die ehrlich sind, keinen Bock drauf haben, in die Politik zu gehen. Ja, man, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du so ein Bild die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag sind ganz normale Leute. Die sieht man ja oft gar nicht. Ne? Wir haben 630 Abgeordnete. Wie viele von denen sieht man eigentlich? Wenn immer nur dieselben in die Talkshow schicken? Interessanter Punkt. Wenn Oppermann, Bali, Gabriel, Schulz, es sind ja fast immer dieselben. Also das ist ein interessanter Punkt. Ich würde gerne Leute in Talkshows schicken. Das geht leider nicht. Die Talkshows, die Macher bestimmen selber, wen sie haben wollen. Und wenn der oder diejenige nicht kann, zum Beispiel aus Termingründen, dann klappt das auch nicht, jedenfalls in der Regel nicht, zu sagen, aber wir haben da jemanden super Kompetentes. Das sind die sehr, haben die ihre eigenen Kriterien und gehen nach eigenen Maßstäben vor. Du bist grundsätzlich ehrlich. Du hast ja bestimmt schon mal gelogen jetzt in deiner Zeit als Generalsekretärin. Ach, in meiner Zeit als Generalsekretärin? Ja, natürlich muss ich auch mal, also wenn es darum geht, was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt was in der Planung haben und das soll aber nur erst zu einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich werden. Ich nehme jetzt mal diese ganzen Kandidatenfrage. Und dann fragen die mich, wissen Sie denn, wann
Und dann sage ich, nee, na, ist noch nicht festgelegt. Weil wenn ich sage, ja, dann weiß ich, was passiert. Ne? Dann rufen die alle Hinz und Kunz an, um es dann irgendwie rauszukriegen. So, da muss man auch mal sagen, nee, ne, sage ich euch jetzt nicht. Oder wir haben das noch nicht fertig, obwohl man es schon fertig hat. Oder auch umgekehrt, wir haben es schon fertig, obwohl man es noch nicht fertig hat. Solche Sachen schon. Aber, also, gut, du müsstest mir jetzt vielleicht sagen, was du sonst darunter verstehst. Ich kann mal kurz das Beispiel, bitte ehrlich sein. Hast du vorher gewusst, bevor Sigmar Gabriel Martin Schulz aus dem Hut gezaubert hat, dass Martin Schulz es wird? Ja. Ja? Ja. Ich kenne Leute, die hier dabei waren an dem Tag. Alle Leute euch in eurem Haus. Ja, aber das ist das, was ich meine. Gesichter. Also wenn du das mit, also ich habe mit Sigmar Gabriel ein ganz, ganz enges Arbeitsverhältnis gehabt. Also wir waren sicher nicht immer einer Meinung und haben auch viel, viel heftig diskutiert. Aber wir waren immer ganz nah im Austausch. Und ich habe diesen ganzen Prozess deswegen auch erlebt. Also das war ja nicht dann an dem Tag, wo er das entschieden hat, sondern es war ja ein langer, langer Prozess. Und wir haben da ja auch viel drüber geredet. Und er hat da mit vielen Menschen auch drüber gesprochen. Nur hat er natürlich die Entscheidung selbst ganz eng bei sich behalten, weil sonst völlig klar ist, ist das, was ich eben meinte, dass es dann irgendwo hochploppt in irgendeiner Meldung zu einem Zeitpunkt, wo du es auch nicht gebrauchen kannst. Und er wollte das selber bekannt geben zu einem Zeitpunkt, wo er das für richtig hält, weil dadurch, dass seine Umfragewerte so schlecht waren, war ja klar, was sonst passiert wäre. Sonst hätte man gesagt, er ist irgendwie, ne, er ist rausgedrängt worden, la 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 la. Und er wollte halt dokumentieren, das ist meine Entscheidung, die ich natürlich mit Menschen abgesprochen habe, aber ich habe die Fäden in der Hand. Hat er sie mit dir abgesprochen oder hat er dir sie nur verraten? Also wir haben darüber gesprochen. Und zwar über Monate, nicht über Tage, sondern über Monate. Du hast gesagt, Martin ist ein Guter. Ja, das habe ich. Also ich bin davon auch fest überzeugt und jetzt lach nicht, aber ich war auch sicher, dass er in der Partei, in der SPD, eine Wahnsinnsbegeisterung auslösen würde. Also kannst du nachher immer sagen, aber sprich mit den Leuten, mit denen wir da manche Gespräche geführt haben, da war ich mir ganz sicher, dass das solche Ausmaße ausnimmt und so schnell, so hoch geht, das habe ich nicht gedacht. Meine grundsätzliche Kritik daran ist aber, ihr habt keine Basisdemokratie gemacht. Warum habt ihr nicht gesagt, okay, wir wählen unsere Kandidaten oder unsere Kandidaten, wenn es mehrere gibt, aus der Partei? Also wenn es mehrere gegeben hätte, hätten wir das ja auch gemacht. Das steht bei uns auch in der Satzung. Wir haben das ja auch schon mal gemacht. Ja, ehrlich gesagt, die Erfahrungen damals waren nicht so doll. Und wann war das? Das war, oh Gott, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen. 90ern, ne? Helfen wir mal, in den 90ern, genau. Ja, genau. Ich bin Jahreszahlen schlecht. Und wenn du jetzt guckst, was bei den Grünen passiert ist, die haben es ja gemacht. Ich meine, da hat da jetzt, die Frau war gesetzt, weil sie die einzige Frau war, das finde ich schon mal schräg. Mhm. Ja, dann brauchst du doch nichts zu machen. Und bei den drei Männern hat sich einer dann mit 75 Stimmen Vorsprung durchgesetzt. Und das wird jetzt trotzdem alles immer noch diskutiert. Ob das jetzt der Richtige ist oder nicht, das ist jetzt auch kein Allheilmittel. Ich bin generell dafür sehr, sehr offen. In diesem Fall ist es jetzt gut so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber ich meine, es ist immer so, wenn es wirklich wichtig wird, dann haben die Parteimitglieder irgendwie anscheinend nichts zu sagen. Naja, das stimmt ja nicht. Also wir haben ja nach dem Koalitionsvertrag, also nachdem er ausverhandelt war, 2013, haben wir ja die Mitglieder darüber abstimmen lassen, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Naja, du rümpfst die Nase, aber der Punkt war ja, bei uns will keiner große Koalition. Ja? Wollte damals nicht, will heute auch keiner. Und dann habt ihr das ausverhandelt und gesagt, hier, friss oder stirb. Also theoretisch könnt ihr auch machen, okay, wir verhandeln Rot-Rot-Grün, Koalitionsvertrag und GroKo-Koalitionsvertrag und die Partei bitte entscheiden. Ja, das machen die anderen aber nicht. Ne? Also das kriegst du nicht hin. Du musst schon sagen, das ist meine erste Priorität, das ist das Erste, was wir versuchen. Rot-Rot-Grün hätte eine rechnerische Mehrheit gehabt. Ich sag mal... Habt ihr immer noch? Innerhalb von
ich weiß gar nicht mehr, 4 Wochen, 6 Wochen wäre uns das so massiv um die Ohren geflogen. Und zwar an dem Punkt Ukraine. Das Problem sind gar nicht so sehr wir, sondern das Problem sind in der Außenpolitik die Grünen und die Linken. Ich habe 2-mal quasi daneben gestanden, wie sich... Einmal waren es 2 Frauen und einmal waren es 1 Frau und 1 Mann, jeweils einmal grün, einmal links, also Linkspartei, wie die sich fast körperlich an die Gurgel gegangen sind an dem Punkt. Also du hast ja auch mal Sarah Wagenknecht interviewt. Also das ist natürlich total heuchlerisch, was die macht. Ne? Die hat nur einen Gegner und das sind wir. Und wenn sie dann sagt, ja, ach, die SPD könnte ja und hier und da und die könnte doch dies und die könnte doch das. Erstens, gerade Sarah Wagenknecht ist natürlich eine, die das gar nicht will. Ja, die will Opposition machen, weil sonst können sie uns nicht mehr ständig beschimpfen. Und zweitens, die Mehrheit da, die war einfach auch viel zu dünn. Du hast in der Linkspartei generell so viele Leute, die nicht regieren wollen. Das wäre eine Mehrheit von, ich weiß nicht, 5 Stimmen oder was gewesen. Naja, also wie auch immer, ist auch egal. Das ist jetzt vergossene Milch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dieser Koalitionsvertrag, das war deswegen wichtig. Weil es gab diese Stimmen. Hat die CDU ja auch nicht gemacht. Nee, aber die CDU ist anders drauf. Ehrlich gesagt, das ist jetzt, kriege ich hier Kommentare wahrscheinlich von CDU-Mitgliedern oder so, aber der CDU sind Inhalte egal, solange sie regiert, solange sie an der Macht ist. Also das erleben wir und immer euch wieder. Nicht. Nee, uns nicht. Also wir gehen lieber in die Opposition, in Würde, ja, irgendwie 100% Recht gehabt. Ich sage das jetzt ein bisschen selbstironisch, das ist für jetzt muss ich die Partei mitführen, ist das durchaus anstrengend, ja, weil wir wollen... Leute, die in linke Parteien gehen, ich komme jetzt nochmal auf den Anfang zurück, die wollen wirklich die Welt verbessern, ja, und die haben diesen Anspruch. Das finde ich auch so schön an dieser Partei und auch an anderen Parteien. Aber das macht es natürlich auch schwierig, weil wenn du nicht 100% durchsetzt, dann kriegst du auf die Schnauze, weil der halt, Mindestlohn ist so ein Beispiel, ja. Was wir da durchgesetzt haben, es hätte keiner vorher gedacht, dass wir das schaffen. Und wir mussten aber, ne, Koalition, Kompromiss, mussten 2 Ausnahmen. Mussten wir. Und ich komme nach Hause und denke, yay, jetzt werde ich hier total abgefeiert. Und was passiert? Ich kriege nur auf die 12. Ja. Was uns einfallen würde, da 2 Ausnahmen zuzulassen. So, im Nachhinein hat sich herausgestellt, diese Ausnahmen greifen so gut wie gar nicht. Und der Mindestlohn, 4 Millionen Menschen profitieren davon und so. Aber in dem Moment erstmal. Die Ausnahmen sind das für die Langzeitarbeitslose und die Praktikanten, oder? Nee, Praktikanten fallen sowieso nicht drunter, weil das keine Arbeitnehmer sind, vom Begriff her nicht. Okay. Aber das waren die Langzeitarbeitslosen, die kriegen den erst nach 6 Monaten und unter 18-Jährige. Weil eben kein Anreiz geschaffen werden sollte, dass die erstmal gleich in Jobs gehen, sondern schon, dass die erstmal ihre Ausbildung machen. So, das war der Hintergrund. Unseretwegen hätte es die beide nicht gebraucht. Das war halt das Zugeständnis an die Union, damit sie den ganzen Rest komplett mitmachen, ne? Flächendeckend für ganz Deutschland. Das hätte ich nie gedacht, dass wir das echt durchkriegen. Das heißt, was? Halbe Stunde hatten wir noch, oder? Wir hatten jetzt 90 Minuten eingeplant. Aber geht schnell. Ja, mir macht Spaß. Aber nur zum Verständnis. Das heißt, wenn die CDU in der nächsten Regierung nicht beteiligt ist, ihr schon, dann macht ihr die Ausnahmen, Mindestlohn, raus. Ja. Also die Langzeitarbeitslosen auf jeden Fall. Bei den unter 18-Jährigen, glaube ich, gibt es noch so eine Evaluation. Also ob das... Ob das wirklich Leute davon abhält, nachher in eine Lehre zu gehen. Aber bei den Langzeitarbeitslosen auf jeden Fall. Apropos Langzeitarbeitslose, ein paar konkrete Sachen, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen. Könntest du von Hartz IV leben? Also ich habe mal so bei so einem Projekt mitgemacht, Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit. Das hat das Bistum bei uns in Trier veranstaltet. Da hast du eine Woche in einer Familie gelebt, die von Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV betroffen ist. Das war schon krass. Also... Hat mich auch verändert, muss ich wirklich sagen. Weil wenn du bei denen lebst, ne, mit denen in der Wohnung und bei denen übernachtest und mit denen dann das Badezimmer teilst und so, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du darüber nur theoretisch redest. Die haben mir gezeigt, dass das geht. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also die haben auch wirklich sehr, wie man sich das idealerweise, glaube ich, vorstellt, wirklich sehr
gut gewirtschaftet und sehr bewusst alles gemacht. Aber es ist echt hart. Und ich glaube, es geht umso schwieriger, je mehr Kinder auch im Spiel sind. Ich meine, die bekommen auch ihren Extrasatz, aber ich glaube, es wird umso schwieriger, weil das auch unberechenbarer ist. Kann man davon menschenwürdig leben? Kann man ein guter Bürger sein? Also ich meine, kann man dann mal ins Kino gehen, kann man zu Veranstaltungen gehen, um sich vielleicht über SPD und so zu informieren, Bildungsangebote nutzen und so. Also man kann das nur, wenn man sich wahnsinnig gut organisiert. Kann ja jetzt nicht jeder. Nee, das kann nicht jeder. Ja. Ich weiß, dass es nicht beliebt ist, was ich jetzt sage, aber ich finde trotzdem, dass es fair ist, wenn man sich mal ein bisschen umschaut in Europa und der Welt, dass wir, ich weiß nicht, ob das einzige Land in Europa war, eines der ganz wenigen Länder in Europa ist, das den Anspruch erhebt, dauerhaft Menschen das Existenzminimum zu garantieren. Ja? Das ist was wir uns auf die Fahne schreiben, ja, was auch unser Grundgesetz uns vorschreibt. Das gibt es auch in skandinavischen Ländern, in Dänemark zum Beispiel, wenn du arbeitslos wirst, kriegst du noch 2 Jahre Geld und dann kriegst du nichts mehr. Ja. Also ich will das einfach nur mal sagen. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie die Höhe sein muss, ich bin da total gerne zu bereit. Ich finde auch, dass gerade wenn Kinder im Spiel sind, man darüber noch mal reden muss. Aber es ist in Deutschland so, du kriegst ein Dach über dem Kopf. Du kriegst die Heizung bezahlt, das geht ja nicht vom Regelsatz ab, sondern das geht extra. Und mit dem, was du dann übrig hast, musst du die anderen Ausgaben bestreiten. Das ist irre wenig, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, ja. Die Sanktion? Ja, die Sanktion, das ist so ein ganz schwieriges Thema. Man muss ja immer sehen, das, was bezahlt wird, erwirtschaften andere Menschen. Ja, das sind Steuergelder, die da ausgegeben werden. Ja, ich meine, theoretisch, wenn ich jetzt Hartz-IV-Empfänger wäre, ich habe ja auch Arbeitslosenversicherung gezahlt. Also selbst viele Hartz-IV, na gut, oder kommt das nicht daraus? Nee, da kommt es nicht raus und du kriegst eben Hartz-IV, auch wenn du nicht vorher gearbeitet hast oder eingezahlt hast. Das ist was anderes. Das kommt wirklich aus Steuergeldern. Und die allermeisten Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, die wollen da raus. Aber es gibt eben auch diese man nennt es Verhärtung. Ja? Das vererbt sich ja zum Teil auch. Also wenn du, wir wissen das, dass du, wenn du aus einer Familie kommst, wo Grundsicherung Hartz-IV bezahlt wurde, dass dann sich das, du fragst manchmal Kinder und die sagen, was willst du werden? Und die sagen Harzer. Und das ist halt der Punkt mit den Sanktionen. Also wenn du halt, Der Sinn ist ja, dass die Leute nicht einfach nur zu Hause dann versacken und du von denen nichts mehr mitkriegst und die auch von dir nichts mehr mitkriegen, sondern dass du immer wieder sagst, das und das sind unsere Angebote, da können wir dir eine Weiterbildung zum Beispiel anbieten, da können wir dir vielleicht einen Job anbieten und so weiter, dass du diese Verbindung hältst. Das ist im Grunde genommen der Sinn. Ich glaube, dass das Problem eher in der Umsetzung liegt. Also ich kenne Fälle, wo du dir echt an den Kopf greifst bei den Sanktionen oder du sagst, das geht gar nicht. Also Leute, die wirklich nachweislich krank waren und nicht hin konnten oder so. Ich glaube, dass es in der Umsetzung, das generell, sag ich mal, in dem Bereich Arbeitsvermittlung, Jobcenter, dass da in der Umsetzung einiges schiefläuft. Das sehen wir im Übrigen auch daran, dass viele Bescheide vor Gericht angefochten werden und auch aufgehoben werden, weil sie falsch sind. Riesterst du? Ja. Wirklich? Ja. Jetzt bist du die Erste. Frage ich öfter. Du, ich war ja, wie gesagt, ich habe ein normales Leben geführt, ein normales Arbeitsleben und habe das in der Zeit gemacht und mache das weiterhin. Ich habe gehört, das ist der größte Unsinn. Ja, das wird jetzt natürlich, es hat bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt, die man dran gestellt hat. Aber es wird dir, jetzt wird wie so oft in Deutschland dann gerne das Kind mit dem Bade ausgegossen. Also du kriegst ja Zuschüsse vom Staat und wenn du Kinder hast, kriegst du noch mehr Zuschüsse. Also es ist ja jetzt nicht so, als würdest du da, es kommt ein bisschen drauf an, auf was du dann für Verträge hast. Also das bringt nicht das, was man ursprünglich mal gedacht hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es totaler Mumpitz ist.
Kann sich die SPD vorstellen, dass wir nur in Deutschland ein Rentensystem von allen für alle haben? Zum Beispiel das Schweizer Modell. Ja, das kann sich die SPD vorstellen. Ich warne da ein bisschen vor übertriebenen Erwartungen. Es gibt so zwei Stränge. Wo wir das unbedingt wollen, ist die Gesundheitsversicherung, also Krankenversicherung. Weil da halt das Prinzip ist, du zahlst ein und hoffst, dass du nichts rauskriegst. Ja? Weil du natürlich hoffst, dass du nicht krank wirst. Ja. Ähnlich bei der Arbeitslosenversicherung auch. Das ist bei der Rente natürlich anders. Du zahlst ein und du kriegst auch raus. Also wenn du jetzt Selbstständige, wenn du Beamte, wenn du super Gutverdienende, wenn du die alle Abgeordnete, bin sehr dafür, da alle rein tust, dann darf man nicht die Erwartung haben, dass das alle Probleme löst, sondern die haben dann natürlich auch eine entsprechende Rentenhöhe, die sie dann auch kriegen. Ne? Das ist, wie gesagt, bei der Krankenversicherung anders. Wenn du da die Besserverdienenden, also wenn du da dieses Zwei-Klassen-System abschaffen würdest, das für beide nicht gut ist übrigens. Die Gesetzlichen beschweren sich, sie warten zu lange auf einen Termin, sie müssen immer die unterschiedlichen Tabletten dann kriegen, je nach Preis. Aber die Privatversicherten, für die ist das auch nicht gut. Die werden nämlich, erstens sind die Beiträge im Alter riesenhoch. Da denkt man am Anfang nicht dran. Und zweitens, die werden überversorgt. Hört sich nach einem Luxusproblem an, ist aber keins. Wenn du eine Herz-OP kriegst, obwohl du eigentlich keine brauchst, oder tausendmal durchs MRT geschoben wirst, obwohl man das eigentlich so mit manuell hinkriegen würde, das ist kein Spaß, ne? Ja. Weil du eben mehr Geld bringst. Ja. Das ist gesichert, durch Forschung gesichert, dass das so ist. Deswegen sind wir da dafür, alle in ein gutes System. Weil da kommt dann wirklich mehr Geld ins System, ohne dass du deswegen mehr ausbezahlst. Bist du privat oder gesetzlich versichert? Na, ich bin Beamtin, deswegen, weil ich da eben Beihilfe kriege, bin ich dann mit dem Rest in der privaten. Aber jetzt... Das war ich vorher schon. Ne? Ich komme beim Ministerium, ja. Da war ich halt Beamte und so. Aber das Schweizer Modell wäre ein Modell, ja. Auch, da gibt es auch keine Höchstgrenze, Beitragshöchstgrenze und so weiter. Das haben wir auch in Deutschland. Also als Ziel wäre das ein Modell. Der Punkt ist halt, in Deutschland, du hast... Ist das so schwer? Ja, es ist schwer. Für Beamte zum Beispiel ist es so, dass das... das ist jetzt kompliziert, es tut mir leid. Es ist halt juristisch... Die unterliegen einem anderen rechtlichen Regime, ja. Und da gehört eben diese Beihilfe dann dazu. Und wenn du das ändern willst, dann kannst du das Grundgesetz ändern, ja, aber du wirst halt all die jetzt schon drin sind, nicht mitnehmen können und kannst das dann erst ganz peu à peu umstellen. Und musst auch für diejenigen, die jetzt in diesem System drin sind, musst du halt auch das Geld bereithalten. Also es ist nicht so, dass du einmal Schnipp machst. Das ist generell in der Politik oft so. Ja? Man sitzt da und denkt, hey, das ist doch ganz einfach. Und oft steckt dann echt der Teufel im Detail. Hast du als Abgeordnete für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt? Ja, habe ich. Nach ganz intensiven Diskussionen mit der Community und natürlich in der Partei. Das ist mir nicht leicht gefallen, das gebe ich zu. Du hast auch nicht immer als Politiker, bist du auch nicht immer 100% sicher, das ist richtig, das ist falsch, sondern oft ist es eine Wahl zwischen, gibt es mehrere, könnte ich dir noch ein paar andere Entscheidungen nennen? Also für mich das Belastendste war die Waffenlieferung an die Peschmerga, die gegen den IS gekämpft haben, als der so ganz stark nach Westen vordrang und die Jesiden vor allen Dingen auch massakriert hat. Da habe ich auch echt nicht geschlafen, muss ich sagen, weil du weißt, egal was du machst, es kann verheerende Folgen haben für Menschen, für ganz konkrete, real existierende Menschen. Ja? Wenn du es machst, kann es passieren, dass diese Waffen in falsche Hände geraten, früher oder später, dass die sich als gar nicht so gut herausstellen, wie wir sie im Moment einschätzen, dass der IS diese Waffen erobert. Wenn du es nicht machst, dann guckst du zu, wie die abgeschlachtet werden. Und das ist im Grunde genommen dann die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Aber du musst dich eben entscheiden. Du musst eins machen. Und bei der Vorratsdatenspeicherung, ich will mich da nicht drum rumdrücken um die Antwort. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das damals nicht gemacht hätten,
wir hätten nach den Anschlägen, die wir dann hatten, hätten wir eine ganz andere Diskussion bekommen und hätten eine politische Debatte bekommen, wo du dich einer viel, viel schärferen Regelung wahrscheinlich kaum hättest entziehen können. Wir müssen uns ja ständig wehren. Die CDU und vor allen Dingen auch die CSU führen ja immer so Scheindebatten, was Sicherheit betrifft. Und wollen immer, tun immer so, als würden wir Sicherheit nicht ernst nehmen. Dabei sagen wir nur, hör mal, das macht Sinn und das macht vielleicht auch keinen Sinn. Und du kriegst dann in solchen Momenten eine Stimmung da rein. Da wäre es vielleicht noch viel schärfer geworden. Hast du irgendwo, letzte Frage jetzt von mir, gegen deine Partei gestimmt im Bundestag in dieser Legislaturperiode? Hast du irgendwo gesagt, nö? Ja, die Maut. Du bist natürlich schon, wenn du in einer Führungsposition bist, liegt die Latte noch mal höher, wo du sagst, also das geht jetzt echt gar nicht mehr. Und bei der Maut ist es halt so, ich wohne direkt an der Grenze. Mein Wahlkreis lebt von dem Austausch mit Luxemburg vor allen Dingen. Luxemburg ist ein sehr reiches Land. Da ist viel Kaufkraft, die kommen zu uns. Da sind viele Arbeitsplätze, wir fahren zu denen. Und davon abgesehen ist Kultur, ja, wenn du dahin fährst, Käse kaufen, Wein kaufen, Fisch kaufen, sowas, ne? Das ist so ein Murks. Das konnte ich wirklich nicht. Wenigstens das. Ja, wenigstens das. Wir machen noch ein paar Zuschauerfragen. Okay. Können wir 10 Minuten machen? Dann musst du dich beeilen. Okay, ich beeile mich. Okay, schnell, kurz und knackig. Ja. Chip, wir wissen, wie stehst du zur aktuellen Drogenpolitik? Marihuana-Legalisierung. Marihuana-Legalisierung könnte ich mir vorstellen, wenn der Stoff dann wirklich geprüft ist und geprüft abgegeben wird. Also, ne? Sowas wie Apotheken und sowas. Sowas zum Beispiel. Okay. Jim, wir wissen, das ist jetzt meine private Meinung, ne? Ja, klar, okay. Nur. Ja. Du sollst hier nicht als Generalsekretärin der SPD sprechen. Okay. Warum sollte ich die SPD und nicht die Linke wählen, wenn ich mehr soziale Gerechtigkeit möchte? Weil die Linke immer nur am Seitenrand steht und sagt, ich weiß es besser, weil sie es nicht umsetzen, weil sie es auch dieses Mal wieder nicht umsetzen werden. Und die aber zusammen machen. Dann frag mal so Leute wie Sarah Wagenknecht und Konsorten, die werden so hohe Hürden auflegen, dass es am Ende doch nicht geht. Also wir machen es halt Schritt für Schritt. Die Ziele sind oft gar nicht so weit auseinander, aber wir machen es Schritt für Schritt und wir erreichen was. Was bedeutet links sein heute? Ist die SPD nach dieser Definition eine linke Partei? Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Links heißt für mich, ich gucke, dass es auch denjenigen, die es am schwersten haben, in diesem Land noch einigermaßen gut geht. Ja? Wir können nicht für jeden das Paradies schaffen, aber Fokus ist auf denen, die auch wirklich Unterstützung brauchen und die sollen sie auch kriegen. Was bedeutet für dich neoliberal, will Sean wissen? Neoliberal bedeutet für mich, der Markt regelt alles. Also möglichst den Markt freien Lauf lassen und dann wird's schon. Das ist so die viel, was die FDP oft macht. Das ist ganz fatal, weil gerade in der globalisierten Welt geraten dann alle sozialen Errungenschaften, die wir so erreicht haben, gerade die Sozialdemokratie geraten unter die Räder. Wake up, wir wissen, ob du dir mittlerweile einen neuen Wagen gekauft hast. Dein alter Opel Meriva mit 180.000 Kilometer auf dem Tacho schien kurz vorm Kollaps zu sein. Er ist kollabiert und er war auch nicht mehr zu reparieren, leider. Also ich habe auch nicht noch irgendwie 1200 Euro dafür gekriegt oder so. Ich habe mir einen gekauft, einen gebrauchten. Ja. Deutsches? Einen Volvo. Ist ein Diesel? Ein Volvo. Ist ein Diesel? Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Ich habe ehrlich gesagt das Ganze meinen Leuten zu Hause überlassen, mehr oder weniger. Ich frage mal nach. Du hast keinen Dienstwagen? Ich habe einen Dienstwagen hier in Berlin und hin und wieder kommt der auch mal nach, also ich fahre mit dem auch durch Deutschland, aber ich habe natürlich private, also wenn ich als Abgeordnete unterwegs bin, dann nehme ich meinen eigenen Wagen und ich bin auch noch ein Privatmensch, selten. Bitcoiner, wir wissen, Frau Barley, finden Sie es nicht bedenklich, dass Ihre Partei massive Spenden von Großkonzernen annimmt? Also mit den Spenden ist es so, dass man die offenlegen muss. Die verteilen ja die Spenden auch an alle Parteien, also fast alle. Und ich kann jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich kriege die Frage ja oft, Lobbyismus.
ich nehme jetzt mal das Beispiel, in meinem Wahlkreis ist Zigarettenindustrie der größte private Arbeitgeber und ich bin trotzdem fürs Werbeverbot von Zigaretten. Ja? Also die Leute haben dann immer das Gefühl, und ich treffe die Leute auch oft und die erklären mir auch ihre Argumente, das ist auch richtig so, und das beeinflusst deswegen trotzdem nicht die Art, wie ich abstimme. Die SPD hat zur letzten Wahl 100% Gleichstellung für LGBTIQ versprochen, doch seit Jahren kommt nichts davon. Kommt nichts rum? Warum? Oh, das ist eine gute Frage. Die Union jetzt. Zwei Punkte. Erstens mal ganz grundsätzlich, was wir im Wahlprogramm machen, ist kein Versprechen, kann kein Versprechen sein, weil dafür brauchst du 51%. Das ist ein Angebot. Das ist das, was wir machen, wenn wir an die Regierung kommen. Und je mehr Stimmen wir haben, umso mehr davon können wir auch umsetzen. Aber du musst Kompromisse eingehen. Was LGBTQ betrifft, wir haben 100% Gleichstellung geschafft, bis auf zwei Punkte. Das ist die Öffnung der Ehe, also als Ehe. Ich meine, in den Rechten ist die Lebenspartnerschaft ja weitestgehend gleichgestellt, aber sie auch als Ehe zu öffnen. Und das zweite ist die Volladoption. Und das werden wir beim nächsten Mal hinkriegen. Und Konrad, wir wissen, warum steht in den Thesen zum Wahlprogramm nichts von bedingungslosen Grundeinkommen, Finanztransaktionssteuer und Erbschafts- und Vermögenssteuer? Wir haben das Programm noch nicht fertig. Viele dieser Punkte werden, ja, Thesen sind notwendigerweise immer kurz und knackig. Viele dieser Sachen werden drin sein. Bedingungsloses Grundeinkommen nicht. Bedingungsloses Grundeinkommen, ist jetzt schwer, das so kurz zu machen. Ist eh die letzte Frage, dann kannst du so viel Zeit lassen, wie du willst. Okay, also, ich verstehe den Grundansatz vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Ich verstehe den Grundansatz und ich finde ihn auch sympathisch. Zu sagen, weil du ein Mensch bist, einfach schlichtweg hast du das Recht zu existieren und deswegen kriegst du das erstmal so. Ich habe damit aber in der praktischen Umsetzung mehrere Probleme. Das eine ist, wenn wir in einem Europa leben, wo in Griechenland derzeit zum Beispiel Familien ihre Kinder in die SOS-Kinderdörfer geben, weil sie nicht ernähren können, habe ich ein Problem damit, hier einem Topmanager oder auch einem Politiker 1.000 Euro oder wie viel es auch immer dann sind, einfach mal so zu schenken, einfach weil es so ist. Ja? So. Das Zweite ist, wie willst du am Ende das Ganze eigentlich eingrenzen von der, wer jetzt neu zu uns nach Deutschland kommt, kriegen die das, kriegen es nicht, nach einer gewissen Zeit, nach Staatsangehörigkeit, wie willst du das machen? Kann man verhandeln? Ja, halte ich für ganz, ja, aber es ist nicht banal, es ist echt schwierig. Und das Dritte ist, es ist mir eigentlich das Wichtigste und es ist auch das sozialdemokratische, der sozialdemokratische Grund dagegen. Was ich eben schon bei Hartz IV sagte, wenn du sagst, du kriegst Geld und damit bist du klar, wir haben einen anderen Grundansatz. Für uns ist Arbeit mehr als nur Geld verdienen. Für uns ist Arbeit Teilhabe, für uns ist Arbeit auch sinnstiftend ein Stück weit und es ist Tagesstruktur und so weiter und so weiter. Also für uns ist schon immer noch klar, der erste Grundansatz sollte sein, Menschen möglichst zu ermöglichen, dass sie in Arbeit kommen. Und wenn du dann sagst, hier, wir zahlen doch, dann ist der Schritt nicht weit und ehrlich gesagt vorprogrammiert, dass es darum nicht mehr geht, ja? Dass du also Leute quasi abschiebst. Klar, du stellst die quasi ruhig, ne? Du hast ja das Geld, aber es geht eigentlich um viel mehr als das. Es geht eben um wie gesagt, um Gemeinwesen, um Teilhabe, um all das. Gut, dankeschön. Ich hoffe, dass du deinen Job auch nach der NRW-Wahl hast, weil das Interview kommt erst nach der NRW-Wahl raus. Was? Wer weiß, was da alles... Da mussten schon einige gehen bei manchen Wahlen. Also, das will ich jetzt mal nicht hoffen. Ja, ich auch ja nicht. Gut, also wir uns ja einig. Vielen Dank. Danke dir. Und erinnere mal bitte Sigmar Gabel daran. Er hat mir versprochen, dass er mir ein Interview gibt. Okay. Erinnere mal Andrea Nahles dran. Sie hat es auch versprochen. Martin Schulz sowieso. Also es hat mich wehgetan, ich werde es Ihnen sagen. Okay, alles klar. Ciao.